klicken, dann seht ihr, ich habe hier Oreberry. White Chocolate. Ich weiß gar nicht, ob man das auch essen kann, aber man kann es benutzen. Und kriegt dann so ein Aluminium-Nugget, wenn man schmilzt. Und was das hier ist, dann... Ja, das werde ich euch auch mal zeigen. Aber erst später. So, das hier ist aber Aluminium, das wollen wir nicht. Hier ist noch mehr Zinn. Und Eisen, da oben ist noch Kohle, werden wir auch noch mitnehmen. Boah, hier sind so viele Sachen so verstreut, die muss man aber alle mitnehmen. Ja, ja. Weil ich möchte auch so früh wie möglich aus dem Dorf rauskommen. Das ist jetzt für den Anfang mal nett, weil man da ein Licht um sich rum hat und einen kleinen, ja, Unterschlupf. Und da oben ist ein Skelett. Scheint mich aber nicht gesehen zu haben. Wow. Ein Stück Kohle. Diese Menge. Unglaublich. So, hier ist auch noch Kupfer. Ah, genau hier hört das Wasser auf. Interessant. Aber man muss schon sagen, Minecraft ist so ein Spiel, das es mir wirklich angetan hat. Also ich glaube, ich habe bis jetzt die meisten Spielstunden in einem... Ich habe gedacht, ich höre einen Creeper. Die meisten Spielstunden, die ich überhaupt in irgendeinem Spiel habe, würde ich jetzt mal sagen, ist Minecraft, weil das spiele ich einfach so lange schon. Aber zu intensiv wird zum Beispiel Battlefield zurzeit. Aber dadurch, dass ich das aufnehme, so immer mal zock. Ah, da ist noch mehr Kupfer. Und so weiter und so fort, das summiert sich schon über die Zeit hin. Dabei, da denke ich eigentlich gar nicht so drüber nach. Weil, naja, ist halt Minecraft. Ja, ja. Ach so, für alle Leute, steht ja eigentlich noch der Seed? Nee, gell. Ah, ganz wichtig. Controls. Chat. Return. Hier ist mal der Seed für alle, die das immer haben wollen, wenn sie die Welt hier nachbauen wollen oder auch auf der Map zocken wollen. Weil so schlecht ist die eigentlich gar nicht. So, hier ist aber nichts mehr. Ich glaube, das war's dann auch mit der Höhle hier, oder? Hier ist nur noch ein bisschen Aluminium hier und da. Ah, ne, das ist Zinn. Oh. Ah, sehr schön. Endlich mal wieder ein bisschen Kohle. Irgendwie muss ich das Eisen ja auch geschmolzen kriegen, muss man ja sagen. So. Puh. Und Crystals. Yes, sogar zwei Blöcke. Zum Glück haben wir eine zweite Spitzhacke. Ah, ich wollte ja noch Inventory Tweaks installieren. Das habe ich ganz vergessen. Sollte ich mal machen. Ist auch ein recht nützlicher Mod. Für alle, die es nicht wissen, ist zum Beispiel der Mod, dass ich, wenn ich jetzt, wenn die Spitzhacke, als sie gerade kaputt gegangen ist, wäre, wenn ich Inventory Tweaks gehabt hätte, wäre automatisch die nächste Steinspitzhacke wieder in die Hotbar reingeswitcht. Oder wenn ich baue und von einem Baustoff habe ich dann kurzzeitig mal zu wenig, dann hätte mir das auch ins Inventar reingeswitcht, wenn ich davon noch was hätte, natürlich. So, hier ist noch ein bisschen Zinn. Das baue ich jetzt erstmal nicht ab. Boah. Huch. Komisch. Da will ich auf jeden Fall mal hoch. Ach, da sind noch mehr Kühe. Okay, brauche ich also keine Angst. Oh, ein Enderman. Alter, Schockmoment des Jahres. Hallo, du Skelett. Ja, ich hasse dich auch. So, aber jetzt erstmal nach Hause. Ja, Skelett, du gehst mir auf die Eier. So. Juhu. Warte, ich gehe hier mal kurz nach oben, einfach mal zum Gucken. Wo wäre denn so ein potenzieller Platz für mein Haus? Da hinten ist eigentlich schon nicht schlecht. Das ist relativ flach. Muss ich halt den Wald abholzen. Also ich stürze mich auch immer halb in Tod. So, hallo Schaf. Warst du wieder in meinem Haus? Besser gesagt, das Haus, das ich mir zu eigen gemacht habe. So, erstmal hier ein bisschen Eisen. Und ich muss jetzt mal gucken.
Wie sieht's denn aus mit Generatoren? Gibt's irgendwelche neuen? Normaler Generator, Geothermal, Semifluid Generator. Okay. Ist das hier irgendwie so ein geupdateter normaler Geothermalgenerator? Ah, das sind halt, die haben ja auch alle jetzt neue Rezepte. Basic Machine Casing. Dafür brauche ich 8 Iron Plates. Und dafür brauche ich einen Forge Hammer. Okay. Iron Furnace. Ich brauche überall diesen Forge Hammer. Ja, wie sieht es denn aus mit Kabeln? Gibt es noch Glasfaserkabel? Ja, gibt's. Okay, das kann man auch wieder machen mit Silber. Oh ne, jetzt regnet es auch noch. Na, egal. Was soll's? Ich baue jetzt mal so einen Hammer. Den habe ich selber auch noch nie gebaut, also. Natürlich reicht es gerade so nicht. Einmal rum. Ach so. So, und da kann ich jetzt. Hey, das ist ja voll cool eigentlich. Geil. Das gefällt mir jetzt schon, muss ich sagen. Das ist ja. Hat es das zufällig jetzt das Refined Iron ersetzt? Nee. Basic Plating. Das kann man immer schmelzen. Braucht man das immer noch für so viele Sachen? Für Rotary Macerator. Ah, okay. Ja. Das finde ich gut jetzt, dass die so viele Sachen jetzt nicht so mit diesen Refined Iron Dingern gemacht werden, sondern mit diesen Iron Plates. Was ist das hier eigentlich für ein Ding? Ja. Hey Leute. Ich habe gerade oben auf die Zahl geguckt und dann habe ich gestoppt, die Zahl war gelb und nicht rot, das heißt, sie hat nicht aufgenommen. Ich weiß jetzt wieder nicht, seit wann der nicht mehr aufnimmt. Ich muss nach dem Problem echt mal gucken. Das, so oft habe ich das nicht, aber wenn es mal eintritt, dann ist es echt ärgerlich, vor allem jetzt gerade am Anfang. Okay, jetzt ist es ja nicht so interessant, weil ich ja nur rumgammel. Aber, ihr seht, ich bin in der Nähe vom Dorf. Dann kann ich euch gleich noch was zeigen. Ich bin jetzt auf dem Weg. Ja, uns regnet, wie ihr schon gemerkt habt. Ich bin auf dem Weg in das kleine Wäldchen da. Weil ich glaube, da ist es relativ flach. Da könnte ich vielleicht ganz gut ein Häuschen bauen. Außerdem sind hier irgendwelche komischen Pferde, die komische Geräusche machen. Zeig mal. Lag ich richtig in der Vermutung, dass es hier relativ flach ist? Hier ist noch so Gravelzeug. Dich habe ich genau gesehen, du flauschige Fußmonster. Oh, guck mal, was das gedroppt hat. Shard of Minium. Von denen brauche ich 8 Stück und dann kann ich mir was ziemlich cooles bauen. Ja, aber ich glaube, hier kann man sich gut was hinbauen. Hier ist alles fast schon komplett eben. Hier werde ich hinziehen. Kann ich jetzt ja schon mal anfangen. Ich glaube, ich mache alles hier auf der Höhe. Also schon mal terraformen. Huch, was ist das denn? Oha. Cool. Naja, ist der Kellerbau schon ein bisschen einfacher. So. Wow, wenn es nur aufhören würde zu regnen. Regen ist sowas. Macht Minecraft ist schon ein bisschen dynamischer, echter, aber ist einfach so nervig, weil der Regen immer so laut ist. Allgemein ist Minecraft jetzt. Hit 0 to view more options. A oder O. Boah. Diese Auswahl an Optionen ist ja unglaublich. So. Wir tun hier aber weiter abbauen. Wir sind schon relativ weit gekommen. Wenn es jetzt Nacht ist, dann tue ich, glaube ich, schlafen.
Und wenn ich dann wieder wach bin, dann gehe ich mal kurz zu der tollen Insel da vorne. Weil Erde müsste ich jetzt ja genug haben zum Hochbauen. Ja, dann ist der Regen auch weg. Das heißt, ich kann diese schwebende Insel in voller Gänze genießen. Juhu. So, und ich weiß jetzt eigentlich nicht, aus welchem Material ich so mein Haus bauen will. Ich könnte ja auch mal so ein halbes Bauernhaus hinbauen, aber ich weiß nicht, ob das so passend ist für den ganzen Maschinen. Ja, ist die Frage, baue ich eher ein Steinhaus oder nicht? Ja, seht ihr, wir haben hier jetzt schon ziemlich viel geterraformt. Eigentlich schon fast alles hier weg. Freut mich. Haben auch ein bisschen Kohle jetzt gemacht. Kann ich zu Hause mal gucken, denn ich hatte mir, ich weiß nicht, ob das noch auf der Aufnahme war, ich hatte mir so einen Eisenofen gebaut. Wie ihr den ja auch schon kennt. Und da habe ich mir diesen Hammer hier gecraftet. Den baut man so. Und damit habe ich dann für den Eisenofen solche Iron Plates hergestellt mit Eisen. Dann habe ich mir hier ein Eisenofen gebaut und zwar so. Eigentlich recht einfach. Ja. So, und jetzt fange ich hier mal an, ein bisschen zuzubauen, dass ich hier nicht immer reinfall. Aber die Erde tue ich trotzdem aufsammeln. Plopp. So. Hier auch noch. Ist ja schon ziemlich viel auf der Höhe, wie ich es eigentlich haben will. Und hier ist auch noch ein kleiner Rubber Tree. Der hat auch einen Punkt, wie wir ja vorhin gesehen haben. Und dann. Ja, funktioniert das alles schon durch, wie ich das möchte. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier mal ein bisschen mehr Platz, als ich es bei der 147 noch hatte. 14. Ja, doch, 1-7. Weil ich jetzt einfach nicht mehr so eingekerkert bin in diesem Wäldchen. Es ist zwar immer noch ein kleines Wäldchen, aber ja, es ist alles eben. Die Bäume lassen sich leicht fällen und wir müssen nicht dauernd irgendwelche Erde hin und her schippen. Jetzt halt nur hier am Anfang, aber das ist ja klar. So. So, ich glaube, das reicht zuerst mal. Ja. Vor allem brauche ich auch noch ein bisschen Erde, damit ich mich auf die tolle Insel da hochbauen kann. Und die Bäume werde ich mir abbauen, sobald ich auch eine gescheite Spitzhacke habe. Das ist doch auch mal ein guter Plan. Oh, ich sehe, ich bin jetzt total am Verhungern. Und außerdem ist jetzt hin. Oh. Gleich mal mitnehmen. Klopp. Ihr erinnert euch vielleicht, bei der 147 konnte man Zinn erst ab einer Höhe von 40 finden. Hier ist es jetzt nur halb an der Erdoberfläche. Also, was hat der Zombie denn da in der Hand? Eine Schaufel? Kriege ich die Schaufel? Nein, leider nicht. Aber wir haben auch erst ein Shard of Medium. Schade, von denen hätte ich auch kein bisschen mehr. Aber dazu muss ich halt Monster farmen. Weil es jetzt demnächst ja auch machen kann. So, und dann seht ihr hier nochmal den Eisenofen. Das macht das Skelett hier. So, zeig mal. Kiste, was kann hier denn alles raus? Sowas zum Beispiel. Sag mal. Das ist ja Massensterben. Auf einmal ist wieder ganz ruhig. Okay, dann kann Kupfer rein, die Kristalle. Der Hammer auch. Der hat 80 Mal kann man den benutzen. 5 Mal haben wir schon. Ja. Ist eigentlich recht in Ordnung. Also er geht jetzt auch nicht so schnell kaputt, dass man damit nichts anstellen könnte. So, und ich baue mir jetzt mal noch eine neue Spitzhacke. So, und zwar mal eine aus Eisen.
Dann feuere ich hier den Ofen noch ein bisschen an.